Moin Moin, Angel Freunde. Ich bin heute in Rheinfeld bei Sportmöhr. Mein Trockenanzug vorab allen. Also, wir sind hier heute bei Sportmöhr. Wo seid ihr? Ja, direkt zwischen Hamburg und Lübeck. Also alle, die von Hamburg mal in die Ostsee fahren, die werden automatisch bei uns vorbeifahren. Das Geschäft liegt direkt an der A1, Abfahrt Rheinfeld. Viele kennen das da, wo das Schild von McDonald's oder Family ist. Direkt in der Nachbarschaft haben wir unser Geschäft platziert. Was machen Sie hier? Ja, was machen wir? Wassersportgeschäft im weitesten Sinn. Ganz besonders haben wir halt die Vertretung von Hobicat, Native Watersport, so als auch die Astus Trimarane. Also im Grunde ein Gemischtwarenhandel Wassersport. Das ist unser Hauptthema hier. Okay. Große Thema jetzt in den letzten 5 Jahren ist das Kajakgeschäft, da ganz besonders ist das Fishing-Thema. Haben wir uns jetzt mittlerweile spezialisiert auch auf das Kajak-Fishing-Thema, haben durch die Hobby-Vertretung halt da die Mirage-Antrieb, mittlerweile weltbekannt für diesen Antrieb, aber eben auch das Paddelantrieb von Native haben wir auch mittlerweile im Programm. Okay. Und was ist One Design? Ja, One Design, wie sind wir dazu gekommen? Vor 7 Jahren haben wir die Idee gehabt, Trockenanzüge herzustellen, die eben wirklich speziell sind, eben auch fürs Fishing und fürs Segelthema. Besondere Qualität, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Produktion nicht in China, sondern hier in Deutschland. Wir produzieren hier im eigenen Haus. Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig und demzufolge können wir auch viele, viele Wünsche erfüllen, die sonst eigentlich unrealistisch sind. Maßanfertigung, Taschen, Werbung, alle möglichen Dinge, die dann individuell von uns gemacht werden kann. Und das können wir hier eben. Und da haben wir uns mittlerweile auch einen ganz guten Namen gemacht, glaube ich. Ja. Wie lange brauchst du für einen kompletten Trockenanzug? Zwei Anzüge am Tag. Zwei Anzüge am Tag. Manchmal schaffe ich es, manchmal nicht. Okay. Wasserdichte Tasche. Das ist auch super praktisch. Ich kann auch mal ein Foto machen, wenn wir hier. Ja. Ja. Mit Kapüsch oder? Nee. Unsere Kuh beleuchtet ihn. Und dann jetzt hier. Und also weg tun. Okay. Also es ist einfach gedacht, nicht um ständig da zu haben, sondern es regnet, rausholen, aufsetzen, ja. Und. Ja, weil wir wollten das nicht hinten eingedreht haben. Ja. Weil sonst hat man immer so eine dicke Wurst da, kann sich nicht bewegen. Also
Und so oft braucht man es auch nicht. Wenn man es braucht, dann holt man die raus, setzt ihn auf und wenn nicht, weg dann. Es ist einfach toll. Ja, unsere weitere Aktivität jetzt sind Veranstaltungen. Wir versuchen jetzt das Phishing-Thema auch populär zu machen. Dazu haben wir jetzt im Herbst eine Veranstaltung, die nennt sich Baltic Open. Ja, genau. In Dänemark. Die unterstützen wir ganz massiv. Gleiches noch mehrere Veranstaltungen jetzt auch in Holland. So dass wir mit der Marke One Design da bei den Phishing-Veranstaltungen auch gut präsent sind. Ja. Ich freue mich morgen meinen neuen Trockenanzug zu probieren. Also, wir sehen uns gleich. Ich wünsche euch Petriel und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Bon Pech. Tschüss.